Moin Moin YouTube, hier ist wieder euer Kampfmuser mit einem weiteren kommentierten Video von mir für euch. Und nein, es ist heute noch nicht das 100 Abo Special, aber danke schon mal für 100 Subs. Nein, das muss noch ein paar Tage auf sich warten, da der Tobias Cast momentan nicht so groß die Zeit hat und wir das wahrscheinlich erst am Wochenende schaffen, das Dual Commentary aufzunehmen. Aber kein Problem, also hau ich vorher noch ein, zwei Videos so noch raus, damit ja ich meine Sachen loswerden kann, die ich noch loswerden möchte und ja euch vielleicht ein bisschen die Langeweile vertreibe. Und dann kommen wir erstmal zu meinem Waffensetup, was ich hier spiele auf dem Modus Teamverteidiger. Ich spiele mit der total overpowerten PP90M1, mit dem total overpowerten Schalldämpfer und dem Perk Ruckstoß. Mehr habe ich leider für die Waffe noch nicht frei, denn ich habe sie gerade erst angefangen mal wirklich zu zocken, denn ich wollte wissen, wie stark overpowered diese Waffe doch ist. Dann habe ich das Secondary, die FMG9 dabei, nackt, dafür habe ich auch noch nichts freigespielt. Und ja, natürlich ist die vollkommen overpowered, das habe ich zumindest schon gehört. Dann habe ich die total overpowerte Mine dabei, denn alle Leute rennen da immer rein, also muss die einfach overpowered sein. Ja, die Erschütterungsgranaten, die machen so viel Erschütterung und deswegen ist sie natürlich dementsprechend auch total overpowered, die Granaten, die ich dabei habe. Als overpowerte Perks habe ich dabei die Fingerfertigkeit Pro, Hardliner Pro und ruhige Hand in der normalen Version. Und mein Sturmpaket habe ich auch noch dabei eingepackt. Und zwar die Drohne, die Predator und den total overpowerten Kampfhubschrauber. Und ja, jetzt sagt ihr auch, wie, ist alles overpowered oder was? Ja, das scheint zumindest die Meinung von den meisten anderen Kommentatoren zu sein. Und das ist auch das Thema, was ich heute mit euch ansprechen möchte. Ich schaue mir wahrscheinlich genauso wie ihr viele andere Kommentatoren an, ob es größere sind, ob es kleinere sind. Und ja, was man da in der letzten Zeit, seitdem MW3 draußen ist, alles zu hören bekommt, ja, da gehen mir die Nackenhaare hoch. Also ich weiß noch gar nicht, welche Waffe ich gehört habe, die nicht overpowered sein soll. Ob es die UMP ist, ob es die PP90 ist, ob es die G36 ist, selbst die M4A1 und... Ja, der Kampfhubschrauber ist eh overpowered und ja, die Perks sind overpowered und... Ja, ich muss sagen, ich kann es echt fast nicht mehr hören. Also es scheint alles overpowered zu sein, man wird nur gejammert, was alles zu stark ist und so weiter und... Ja, da wollte ich doch euch nochmal fragen, seid ihr auch der Meinung, dass alles overpowered ist? Und wenn die Frage ist, wenn alles overpowered ist, ist da nicht alles wieder auf einem normalen Level? Also, ja, ich kann es echt teilweise nicht mehr hören. Also guckt euch mal hier zum Beispiel meine Predator an mit einem Dreifach-Kill. Wann muss die Predator overpowered sein? Also, nee, also es ist unglaublich, was man in den meisten Commentaries momentan zu hören bekommt. Also, entweder ist alles overpowered oder... die Leute halten anscheinend nicht genug aus, also irgendwas muss es ja liegen, dass die Leute meinen, es wäre alles overpowered. Also man darf quasi mit gar keiner Waffe mehr spielen, ohne dass man nicht irgendwie rumgeflamed wird, dass man eine overpowerte Waffe dabei hat und die Perks, die man mit hat, die sind ja eh alle viel zu stark und die Abschussserien, der 7er Kampfhubschrauber, der ist ja so stark und ihr habt da einfach nicht mal drüber nachgedacht, einfach mal das Dinger einzupacken und das Ding runterzuschießen, bevor der das Ding den ersten Kill macht und... Ja, dann sagt ihr mir nochmal vielleicht, dass das overpowered ist. Nee, man muss einfach nur dagegen auch anspielen und sich dementsprechend auf das Spiel auch einstellen. Also, ich muss sagen, ich kann es einfach teilweise nicht mehr hören. Also, wie gesagt, momentan scheint einfach der große Tenor zu sein, dass alles an diesem Spiel vollkommen overpowered ist und ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Also, so richtig stark overpowerte Waffe habe ich ehrlich gesagt nicht festgestellt. Also, wobei, was soll die stärkst überzogene Waffe sein hier, die Farmers nachmache? Typ 95 heißt sie, glaube ich. Ja, die muss sowas von overpowered sein, dass ich es nicht schaffe, damit Schall zu spielen. Also, ich bin nicht der große Fan bisher davon geworden. Obwohl, natürlich, wenn man trifft, dann hat sie meistens in einem Burst, tut sie die Leute niederstrecken. Aber dann frage ich mal, was war denn MW2 mit der Farmers? Da war es mit Feuerkraft Pro auch nicht anders. Die hat auch alles im einen Burst niedergeschossen, wenn man die Leute dementsprechend getroffen hat. Und. Naja, wie gesagt, also ich kann es teilweise nicht mehr hören. Da werden sich über Sachen beschwert im Spiel. Das ist ganz, ganz komisch. Also von einem relativ großen Kommentator oder was, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber von einem ganz großen Kommentator musste ich dann sogar so Sachen hören, wie von wegen, das Sprengkommando ja nicht mehr gut sei, der Spielmodus, weil man könnte jetzt nicht mehr spawn-trappen und das wäre ja total doof. Und ja, dann frage ich mich also, was wollen die Leute? Also wenn die Leute sowas wollen wie in MW2 oder in Black Ops, wo man halt spawn-trappen konnte, was ich eher als Fehler angesehen habe und bestimmt auch nicht als irgendwas Tolles oder Heilbringendes, und sich dann jetzt darüber zu beschweren, dass sie das abgeschafft haben und dies nicht mehr möglich ist, da sollte man doch lieber froh sein, dass man wieder Sprengkommando so spielen kann, wie man es tun sollte, nämlich Objective. Aber nee, dann schaffen die Leute ja nicht mehr ihre 100 zu 5 oder was auch immer, ihre Megascores und dann wird einfach rumgejammert. Und, naja,
ich verstehe es einfach nicht. Und ja, man kann halt nicht mehr so gut waschen, weil man wird halt dann weggeholt von Campern und das Spiel ist ja sowas von verkämmt. Ja, dann möchte ich gerne mal fragen, welcher Shooter in den letzten Jahren nicht verkämmt war. Das liegt doch wohl nicht am Spiel, das liegt doch wohl ganz klar an den Spielern selber. Und da kann Activision oder Infinity Ward und so programmieren, was sie wollen. Also Leute, die in der Ecke sitzen und rumcampen, die wird es immer geben. Und naja, aber ich habe gefühlt, den Leuten macht es einfach Spaß zu meckern und rumzujammern. Und naja, vielleicht sind das ja alles Emo-Zocker, ich verstehe es nicht. Ich wollte das einfach mal loswerden, denn ich kann es nicht nachvollziehen. Ich muss sagen, mir macht MW3 momentan immer noch eine Menge Spaß. Ich habe eine Menge Spaß an dem Spiel einfach. Und solange das der Fall ist, kann das von mir aus alles overpowered sein. Das interessiert mich nicht, denn wenn ich eine overpowerte Waffe mit habe und alle anderen Waffen ja auch overpowered sind, dann haben die Gegner auch alle overpowerte Waffen mit und damit gleicht sich das die Sache für mich aus. Ja, das war es einfach mal ganz kurz, was ich loswerden wollte. Mal ganz kurz den, ja, Frust von der Seele sprechen möchte ich nicht sagen, aber das wollte ich einfach mal schnell loswerden. Das Spiel endet, ich glaube, 18.5 oder so habe ich gespielt als KD, die ja so wichtig ist. Sie wird leider nicht angezeigt hier im Kinomodus, warum auch immer, der ist halt noch leicht verbuggt. Aber wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kampfschmuser.